Hi Leute. Mit dem schwarzen Wagen. Plötzlich merkte er, dass er kein Benzin mehr im Tank hatte. Wie der Zufall es wollte, fuhr er gerade an einem Schild vorbei, auf dem ein Tankstellenzeichen und ein Kilometer zu lesen war. Vielleicht habe ich ja Glück und kann auch dort etwas essen, dachte er. Und er hatte Glück, dass wirklich ein Bistro hinter der Tankstelle war. Er fuhr an eine Zapfsäule, tankte, bezahlte und suchte sich einen Parkplatz. Und ohne Komplikationen fand er einen. Er stoppte den schwarzen Wagen und schwelgte in Erinnerungen. Das letzte Mal, als er auf einem Autobahnparkplatz war und einen Parkplatz suchte, hatte ihm eine Frau den Parkplatz weggeschnappt. Kurz darauf sprach ihn eine Frau mit den Worten: »Tut mir leid, dass ich Ihnen den Parkplatz weggeschnappt habe, aber ich musste wirklich dringend auf die Toilette« an und lächelte ihm zu. Einen Monat später zogen sie zusammen und waren glücklich zusammen. Bis vor einer Woche. Er schüttelte den Kopf, um die Erinnerungen zu vertreiben, und betrat das Bistro. Die Frau hinter dem Tresen hatte denselben Gesichtsausdruck wie Lisa, als sie ihm gestand, dass sie schon 2 Monate eine Affäre hatte und sie mit ihm weiterleben wolle. Er setzte sich, achtete nicht auf seine Umwelt und konzentrierte sich vollkommen auf seine Kartoffelsuppe. Plötzlich räusperte sich jemand und er schreckte auf. Er hatte sich ausgerechnet an den einzigen Tisch gesetzt, der besetzt war. Die Frau sah ihn belustigt an, als er sich 1000-mal entschuldigte, aber als er Anstalten machte, aufzustehen, hinderte sie ihn. »Sie sehen traurig aus«, bemerkte sie. »Wollen Sie mir nicht erzählen, was passiert ist, weswegen Sie so sehr Trübsal blasen?« Er grinste und entgegnete: »Wollen Sie mir nicht entgegnen, warum Sie so neugierig sind?« »Ich bin sehr neugierig und sehe einen Mann, der ein trauriges Gesicht macht, sich vollkommen in Gedanken an den einzigen besetzten Tisch setzt, und dann frage ich mich natürlich, was los ist.« Er lachte und begann zu erzählen, was ihn so bedrückte. So, und jetzt hast du die Chance, die Geschichte enden zu lassen. Also entweder kannst du jetzt dir das Happy End anhören oder das Bad End. Und ja, jetzt hast du 10 Sekunden lang Zeit, dich zu entscheiden. Jetzt mach schon. Och, komm schon, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Okay. Okay, das Video ist zu Ende.